Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der B56 in Bonn-Bechlinghofen wurden zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Zur Unfallzeit gegen 10.10 Uhr war eine 20-jährige Autofahrerin auf der B56 von St. Augustin in Richtung Beul unterwegs und beabsichtigte, die Straße am Herrengarten zu kreuzen. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit dem Wagen einer 51-Jährigen zusammen, die von Philipp Mühldorf in Richtung Pützing unterwegs war. Zeugen berichteten, die 20-Jährige sei trotz rotlich zeigender Ampel in die Kreuzung eingefahren. Durch die Wucht des Aufpralls überflutete sich das Auto der 20-Jährigen und kam auf den Dach zum Liegen. Die leicht verletzte Frau konnte sich selbst befreien. Sie wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Auch die 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die beiden erheblich beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Polizeibeamte der Wache Ramersdorf nahmen den Unfall auf. Sie bezifferten den Gesamtschaden auf 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B56 im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Das Verkehrskommissariat übernahm die Leitung.